Das ist der 2022 Lexus NX 450H+. Herzlich willkommen bei Ausfahrt TV. Bei uns erhaltet ihr die ausführlichsten Videokaufberatungen im deutschsprachigen Raum. Stets gleich aufgebaut. Könnt ihr auch ganz bequem unterschiedliche Fahrzeuge vergleichen. Kostenlos für euch dank unserem Partner leasingmarkt.de. Und hier ist der Schlüssel zu unserem heutigen Testwagen. Das ist er also, der Lexus NX als 450H+, der Plug-in-Hybrid. Ja, der Lexus NX ist ein SUV aus dem Segment der Mittelklasse. Drei Mitbewerber hätte ich für euch. Ich finde, die passen auch ganz gut. Einmal der niegelnagelneue Mazda CX-60, auch als Plug-in-Hybrid zu haben. Dann würde ich sagen, den Volvo XC60. Auch den gibt es als Recharge-Plug-in-Hybrid. Und zu guter Letzt der Genesis GV70. Der Lexus NX wurde als zweite Produktgeneration im Juni 2021 im Internet erstmals vorgestellt. Er wird in Japan gebaut. Beim Euro-NCAP-Crashtest hat er im Jahre 2022 alle 5 Sterne bekommen. Lexus bietet den NX zu einem Basislistenpreis von 47.600 Euro an. Das ist dann ein Vollhybrid. Unser Fahrzeug habe ich nachkonfiguriert. Das hat einen Listenpreis von 72.550 Euro. Und die Konfiguration des Testwagens habe ich auf unserer Homepage hinterlegt. Den Link zur Homepage findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Bisschen tiefer drin. Der erste Link im Videobeschreibungstext, der bringt euch zu unserem Partner leasingmarkt.de und da konkret zu den Lexus NX Leasing-Angeboten. Leasingmarkt sucht immer die besten Leasing-Angebote für euch zusammen, kredenzt sie auf euch auf einer Seite und alles, was ihr machen müsst, ist kostenlos und unverbindlich ein Angebot anfordern. Und dann könnt ihr überlegen, ne? Lease ich den oder kaufe ich den oder suche ich mir was anderes. Leasingmarkt.de, der erste Link hier unter diesem Video, bringt euch zu den Lexus NX Leasing-Angeboten. Unter der Haube des 2022 Lexus NX 450H+ AWD Automatik befindet sich ein Hybrid-Antriebsstrang, bestehend aus einem 2,5 Liter Reihenvierzylinder Benziner und zwei Elektromotoren. Der Verbrenner leistet 185 PS oder 136 kW und er hat ein maximales Drehmoment von 227 Newtonmeter, das bei 3200 Umdrehungen pro Minute anliegt. Der Elektromotor, der sich an der Vorderachse befindet, leistet 134 kW oder 182 PS und hat ein maximales Drehmoment von 270 Newtonmeter. Der zweite Elektromotor, der sich an der Hinterachse befindet, leistet 40 kW oder 54 PS und er hat ein maximales Drehmoment von 121 Newtonmeter. Daraus ergibt sich eine Systemleistung von 309 PS oder 227 kW. Geschaltet wird mittels CVT-Automatikgetriebe. Der Testwagen hat einen elektrifizierten Allradantrieb. Er beschleunigt von 0 auf 100 in 6,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Batterie elektrisch kann eine Geschwindigkeit von 135 km/h erreicht werden. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller nach WLTP beträgt 1,1 Liter und 19 Kilowattstunden Strom auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 26 Gramm pro Kilometer. Der Tank fasst 55 Liter super. Die batterieelektrische Reichweite nach WLTP ist mit 76 Kilometern angegeben. Optional kann man den Lexus NX auch noch als Vollhybrid bestellen. Lexus bietet den NX, soweit ich das im Konfigurator richtig verstanden habe, aktuell in zwei Ausstattungslinien an. Wir haben hier die Basis. Wichtig ist aber, es gibt so ein Luxury-Paket und das ziert unser Fahrzeug. Da hat man quasi Wumms, Vollausstattung. Ne? Kostet auch dementsprechend viel Geld. In der Basis kommt das Fahrzeug mit LED-Scheinwerfern, also Voll-LED-Scheinwerfern. Wir haben hier die 4 Projektions-LED-Scheinwerfer pro Scheinwerfer 11 LEDs, die hier am Werkeln sind und die im Prinzip Matrix-Funktionalität haben, also Lichtbereiche auch aussparen können von entgegenkommenden oder vorausfahrendem Verkehr. In der Basis steht der Lexus NX auf 18 Zoll Alufelgen. Zum Luxury-Paket gehören dann diese 20 Zöller, die dem Fahrzeug dann auch eine Bodenfreiheit verschaffen von 195 Millimetern. Graphitschwarz ist die Farbe hier von unserem Testwagen. In der Sonne, da sieht man ganz viele kleine Steinchen quasi, die so lustig blinken hier in der Farbe. 9 Farben stehen zur Auswahl. Als Plug-in-Hybrid startet der NX 450H+ natürlich batterieelektrisch, also flüsterleise.
Die Auspuffanlage ist hinter dem Stoßfänger versteckt an beiden Seiten. Gibt es ein Auspuffrohr? Ich zeige euch hier gerade die Lichtorgel. Ich versuche also die komplette Funktionalität der Rückleuchten einmal abzubilden, dass ihr seht, wie das aussieht. Ja, Lexus hat was Cleveres gemacht. Es ist zwar ein Plug-in-Hybrid, aber sobald der Akku leer ist oder vermeintlich leer ist, verhält sich das Fahrzeug wie ein Vollhybrid und damit hat Toyota schräger Lexus natürlich jede Menge Erfahrung und dann läuft das auch gut. Somit, die Akkukapazität ist mit 18,1 Kilowattstunden angegeben. Hier wird geladen. 6,6 kW nimmt das Auto entgegen und der Akku ist in 2,5 Stunden geladen. So zumindest die Pressemitteilung. Wer ein bisschen rechnen kann, merkt dann so, Moment, 6,6 mal 2,5. Das ist aber nicht 18,1. In der Regel, so habe ich es zumindest jetzt bemerkt bei meiner Testfahrt, fährt man den Akku auch nie leer, genauso wie beim Vollhybrid. So ein bisschen Strom ist immer noch drin. Und somit ist auch die batterieelektrische Reichweite plötzlich auf Null. Nicht plötzlich, aber irgendwann auf Null. Der Akku hat aber noch ein bisschen Strom, um dann weiter so als Vollhybrid zu funktionieren. Der Akku selbst ist übrigens im Fahrzeug Boden integriert, sodass der Schwerpunkt natürlich auch nach unten sinkt ein bisschen und der Kofferraum nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Mit der Funkfernbedienung kann ich das Fahrzeug aus der Ferne fair- und entriegeln. Wenn ich den Schlüssel bei mir trage, greife ich in eine oder an eine der Türgriffe und kann das Fahrzeug so entriegeln und dann auch öffnen. Die Türgriffe sind funky, finde ich wirklich. Man denkt, man zieht die irgendwie so raus, aber hier unten befindet sich ein Taster, den drückt man und dadurch wird dann die Tür so ein bisschen entriegelt und springt einem ein ganz bisschen entgegen und auf. Wir werden hier begrüßt von einer Lexus-Einstiegsleiste. Der Einstieg ist sehr angenehm, es geht ein Stück weit nach oben, aber eigentlich kann ich meinen Po direkt auf den Sitz schieben, hier mit meinen 1,80 Meter. Herzlich willkommen im Innenraum, hier von unserem Test Wagen, dem Lexus NX 450 Plus. Schaut einmal in die Konfiguration, dann wisst ihr, was serienmäßig Bestandteil der Ausstattungslinie ist und was ihr aufpreispflichtig dazu bestellen müsst. So, ich fange gleich an, wie eben immer, mit dem Materialcheck und das Armaturenbrett ist hier mit einem Kunstleder belegt, komplett durch bis hier unten zu dieser Kante, wo dann das Handschuhfach anfängt und das ist mit hartem Kunststoff hergestellt worden. Aus hartem Kunststoff natürlich. Schauen wir einmal unten in den Fußraum. Da haben wir Teppich. Harter Kunststoff zieht sich hier hoch bis zu der Leiste. Da haben wir dann Kunstleder. Und hier neben dem Handschuhfach auch, das ist harter Kunststoff. Links und rechts vom Infotainment-System haben wir hochglänzend schwarz. Und das schließt sich dann hier an so braunes Kunstleder und ganz viel hochglänzend schwarz, ein bisschen harter Kunststoff und noch mehr Kunstleder dann hier auf der Armablage. Die Sitze sind im gleichen Braun bezogen, auf den Sitzbahnen auf jeden Fall echtes Leder. Die Seiten meines Erachtens auch Kunstleder, das Leder ist perforiert. Perforiert, denn wir haben ja eine Sitzheizung und eine Sitzbelüftung und so sieht der Sitz dann aus. In den Türen oben wieder das weiche Material vom Dashboard. Hier ein bisschen offenporiges Echtholz. Das ist dann eingefasst in nicht hochglänzend schwarz, sondern schwarz. Das würde ich mir halt überall wünschen. So ein lackiertes Teil. Dann hier wieder das Kunstleder und auch hier lackiert. Ne? Nicht einfach nur Kunststoff, sondern lackiertes Kunststoff. Unten die Türtasche, das ist dann harter Kunststoff wieder. Die A-Säule ist mit Stoff bezogen und so auch der Himmel. Da spüre ich allerdings keine Unterschäumung, sondern gleich die Dachpappe. Schön natürlich, die Farbe ist an das Leder angepasst. Ja, so wünsche ich mir das. Also ich finde den Innenraum wirklich zum Niederknien schön. Geschmäcker sind verschieden, versteht mich nicht falsch. Normalerweise sage ich sowas nicht, aber gerade diese Kombination helles Leder, was aber nicht zu hell ist, sodass es gleich verschmutzt und das Schwarz, ich finde das sehr gelungen. Die Materialien ebenfalls. Wir haben zwar eine Menge Kunstleder hier dabei und auch Kunststoff, aber dann zum Teil wirklich lackiert und das macht einen sehr guten Eindruck.
Ja, dann schauen wir uns die Funktionalität hier mal an. Da gibt es den An- und Ausschalter. Ne? Da kann ich das Fahrzeug quasi starten. Kommt hier auch lustige Animation. Ich fahre übrigens einen Lexus, falls ihr es nicht gesehen habt. Dann haben wir hier einen großen Touchscreen, der mir auch sagt, ich lade hier mein Handy. Darunter dann die Steuerung der Klimaanlage. Das kann ich hier immer hochholen. Dreistufige Sitzheizung habe ich zur Auswahl. Oder eine dreistufige Sitzbelüftung. Sonst kann ich auch sagen, mach einfach Auto. Das, was du für richtig hältst. Und das geht hier auch mit der zweistufigen Lenkradheizung. Richtig heiß werden die Sitze nicht, eher wohlig warm. Und das gilt auch fürs Lenkrad. Aber gerade wenn die Temperaturen abfallen, hier heute 9 Grad, dann ist das schon sehr angenehm. Die weitere Steuerung der Klimaanlage. Wir haben jetzt hier zwei Klimazonen. Das haben sie meines Erachtens auch ganz hübsch gemacht. Dann noch die üblichen Belüftungsgeschichten und Heizgeschichten. Das finde ich auch schön, dass die Asiaten dann immer noch dazu schreiben, dass hier auch die Spiegel geheizt werden. Und ein Drehregler für die Lautstärke. Mittig hier dann ein bisschen sehr tief, aber trotzdem noch gut zu erreichen und gut zu erkennen. Der Warnblinkschalter. Hier haben wir zwei Lüftungsdüsen auch, ne, die ich frei verstellen kann. Und den Luftstrom regle ich dann hier über ein Drehrad. Im Übrigen hier noch ein Knopf für den Einparkassistenten. Und die 360-Grad-Kamera. Außen haben wir auch Lüftungsdüsen, auch die kann ich hier frei verstellen. Hier übrigens wieder hochglänzend schwarz. Und auch hier habe ich ein Drehrad für den Luftstrom. Ehe ich das nachher vergesse, hier kann ich den Tripzähler zurücksetzen und die Cockpit-Helligkeit einstellen. Wieder zurück in der Mitte. Hier gibt es dann einen Wahlschalter für die Fahrprogramme. Eco ist links, rechts ist Sport und gedrückt halten ist halt normal. Dann haben wir hier den Gangwahlhebel. Das ist auch lustig. Drückt man erst rüber und dann kann man die Fahrstufen einstellen. Und es gibt hier auch noch ein Sportprogramm halt. P ist ein Drücker. Dann haben wir hier Auto holt, die Feststellbremse. ESC kann ich rausregeln. Es gibt ein Schlechtwegeprogramm. Hier habe ich einen Knopf, um meine elektrische Reichweite zu halten. Da schaltet dann sofort den Verbrenner mit rein und hier kann ich wählen, ob ich bewusst elektrisch fahren möchte oder ob das Auto das selbst verwalten kann, wann Verbrenner und wann Elektromotor reinkicken. Wir haben hier ein Multifunktionslenkrad, was mit einem weichen Leder bezogen ist, keine Kontrasten hat. Hier unten schimmert es so ein bisschen nach Aluminium, ist aber auch lackiert entsprechend. Und das Ganze ist mit Leder bezogen, mit einem schönen weichen Leder. Das Lenkrad kann ich elektrisch verstellen, es ist schon ganz oben und auch ganz rausgefahren. Einmal im Zeitraffer der Radius. Ja, für meinen Geschmack könnte man das noch weiter rausfahren. Wenn man es nicht ganz nach unten stellt, kann man das digitale Cockpit auch gut ablesen hier. Auf der rechten Seite vom Lenkrad steuere ich das Infotainment-System. Hier auch die Lautstärke und habe dann noch Wahlmöglichkeiten. Das ist so ein bisschen verwirrend, wenn man nur auf die Schalter guckt. Wenn man hingegen aufs Head-Up-Display schaut, dann sieht man hier die ganzen Wahlmöglichkeiten. Die werden einem nochmal visualisiert und man weiß, wann man halt zudrücken muss. Und genauso ist das hier im rechten Bereich, wo ich den adaptiven Tempomaten oder hier über den Wechselschalter das Head-Up-Display beeinflussen kann. Dazu gibt es hier noch Schaltwippen, die auch am Lenkrad verbleiben. Das ist auf Alu getrimmtes Kunststoff im Prinzip, kann man aber gut erreichen, auch während der Fahrt. An der Lenksäule rechts haben wir dann den Scheibenwischerschalter für die Scheibenwischer vorne und gedreht hier für den Scheibenwischer hinten. Auf der Gegenseite natürlich klassisch Blinker, Lichthupe, Fernlicht, aber ich kann das Licht auch schalten und Nebelscheinwerfer und Nebelrückleuchte anstellen. Und hier unten ist dann der Knubbel für die Verstellung des Lenkrads, die elektrische. Links neben dem Lenkrad kann ich die elektrische Kofferraumklappe öffnen und die Tankverriegelung entriegeln bzw. öffnen. Das ist ja bei Plug-in-Hybriden so vorgeschrieben, dass der Benzin-Einfüllstutzen halt von innen verriegelt oder entriegelt werden muss. In der Erweiterung der Armlehne habe ich dann die vier elektrischen Fensterheber. Die hinteren kann ich sperren. Hier ist die Wippe für die Zentralverriegelung, die man im Übrigen kaum hört. Und die Spiegelverstellung über diesen Knopf kann ich dann die Spiegel elektrisch anklappen. Im oberen Bereich kann ich mir den Sitz bzw. Lenkrad- und Spiegelposition dreifach abspeichern. Und das ist jetzt hier noch eine Besonderheit. Hier drücke ich einfach drauf und dann ist die Tür quasi entriegelt. Hoppla. Und ich kann sie öffnen. Also ich habe hier nichts Mechanisches, sondern einen Drücker, einen Taster. Und dann geht das Ganze auf.
Ja, zuerst sitzt du da und weißt nicht, was du machen sollst mit den Türen, aber ich finde das irgendwie extrem lässig. Also es gefällt mir gut. Ja, ich bin 1,80 Meter groß, presse mich mal in den Sitz und bekomme noch eine Faust im Querformat zwischen meinen Kopf und den Himmel. Mit Mütze kann ich mich hier voll bewegen, stoße nirgends an und die Armlehne scheint auch breit genug, dass ich mir hier die mit meinem entsprechenden Beifahrer oder meiner Beifahrerin teilen kann. Das ist übrigens auch hier fast eine Höhe, das finde ich immer sehr angenehm. Manchmal hat man das ja, dass man so sitzt im Auto, was ich ein bisschen seltsam finde. Die Sitze sind sehr bequem, bieten auch ein bisschen Seitenhalt, funktionieren für mich auch auf der langen Strecke. Die Sitzfläche ist nicht besonders lang, kann man auch nicht erweitern, das ist ja bei den Asiaten meistens nicht gegeben. Aber trotzdem, auch lange Strecken kann man hier gut fahren. Die Sitzverstellung ist elektrisch, vor, zurück, ich kann vorne ankippen, ich kann den Sitz im Ganzen heben und senken, die Lehne entsprechend verstellen und habe noch eine Lordosestütze, die ich rein und raus fahren kann und auch in der Höhe verstellen. Ja, oh ja, da kommt es an. Hallo. Ich hatte auch schon gesagt, dass wir eine wärmende Sitzheizung haben und dazu auch noch eine Sitzbelüftung, die für meinen Geschmack deutlich stärker aktiv ist als die Sitzheizung. Vielleicht kann ich noch dazu sagen, jedes Mal, wenn ich in das Fahrzeug eingestiegen bin, nachdem ich ein anderes Fahrzeug gefahren bin, wollte ich mir den Sitz weiter runterstellen, weil ich in der Regel immer ganz unten sitze mit dem Sitz. Aber das ist schon die tiefste Position und damit sitzt man doch recht hoch im Auto. Es ist nicht unkomfortabel oder unbequem, aber immer wieder so ein bisschen, ja, ungewöhnlich. Normalerweise sage ich ja noch, wie das Auto wirkt. Es wirkt auf mich anders, andersartig. Ich finde es schön, dieses riesige Display, und es stört mich auch nicht in meinem Platzempfinden. Ich merke, wenn ich hier zu zweit fahre, dass ich genügend Platz habe. Die helle Decke und die helle A-Säule lüften das Ganze auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir so viel Schwarz hier am Start, was so einen sportlichen Touch hat. Ich finde, es ist wirklich sehr gelungen. Aber ich wiederhole mich. Tut mir leid, wenn ich heute so viele Meinungen reinbringe. Gut, dann beenden wir den Spaß hier mal, damit ihr auch seht, wie das aussieht, und steigen hier aus, tun zumindest so. Jetzt bin ich wieder eingestiegen und auch hier merkt man, okay, ich habe noch mehr Funktionen auf diesen Wippen. Dann starten wir, da gab es eben noch eine Zusammenfassung. Das hattet ihr eben im Ansatz schon mal gesehen, wie sich das Display hier aufbaut. Wir haben hier links die Batterieanzeige, rechts im Übrigen die Tankanzeige und hier zusammengefasst 14 Kilometer elektrisch kann ich noch fahren und 178 im Hybridbetrieb. Ich bin im EV-Modus gerade. Die Assistenten sind aktiv, es ist 8.10 Uhr, 9 Grad, 100 ist das Tempolimit. Zentral dann der Powermeter, also das Drehzahlmesserersatz. Ich bin in P, jetzt bin ich in Drive oder in Sport, je nachdem, wie ich das möchte, oder rückwärts. Und dann haben wir hier die digitale Geschwindigkeit und der Verbrauch, der immer wechselt zwischen Kilowattstunden und Liter auf 100 Kilometer, die man verbraucht hat. Da unten, das ist unser Tripzähler. Und damit haben wir auch schon alles gezeigt und erledigt. Ich finde es sehr schön übersichtlich, das Cockpit. Hier melden sich übrigens auch noch die Assistenzsysteme. Und nicht nur das ist schön übersichtlich, sondern eben auch das Head-Up-Display, da jetzt zu sehen, Rückmeldung von den Assistenzsystemen, das Tempolimit, die aktuelle Geschwindigkeit und die Fahrtrichtung, repräsentativ für Anweisungen vom Navigationssystem, kann man alles sehr gut ablesen. Und ich hatte es ja eben schon mal gezeigt, hier wird dann auch eingeblendet, wenn man auf dem Lenkrad die Multifunktionssachen entsprechend nutzt. Und hier wird dann auch entsprechend eingeblendet, wenn man am Lenkrad die Multifunktionsgeschichten nutzt. Machen wir gleich weiter mit dem Rundumblick. An der B-Säule kann ich gut vorbeisehen, so auch an den A-Säulen. Hier haben wir noch so ein kleines Dreiecksfenster, das hilft durchaus ein bisschen. Da sitzt ihr gerade, guckt mir zu, B-Säule, C-Säule, D-Säule, dazwischen Mikrofenster. Und da seht ihr schon, das ist ein richtiger Block. Da hinten die Scheibe zum Rückwärtsgucken. Ihr wisst zumindest zum Rückwärtsgucken, zum nach hinten sehen. Da wisst ihr zumindest, wo das Auto zu Ende ist. Seht aber auch, dass die Scheibe jetzt nicht so wahnsinnig groß ist. Den toten Bereich an der D-Säule lasse ich gar nicht erst entstehen, weil ich ja vorher schnell in den Außenspiegel sehe. Die Spiegelfläche angenehm groß, passt zum Auto und man hat eine gute Sicht nach hinten. So auch im rahmenlosen Innenspiegel. Hier sehe ich die komplette Heckfläche. Dazu habe ich noch die Möglichkeit, den abzublenden, in Anführungszeichen. Und dann wird er zum digitalen Spiegel.
Habe ich eine etwas andere Sicht nach hinten. Finde ich auch nicht schlecht, wobei ich die nicht genutzt habe, wenn ich ehrlich bin. Zum Rangieren gibt es dazu noch eine 360-Grad-Kamera mit einem Bild der Rückfahrkamera. Die Linien bewegen sich hier mit, während man fährt. Und ihr erinnert euch vielleicht an diese 180-Grad-Kamera von Opel, die ich immer so etwas verwirrend fand. Sie haben hier eigentlich ein ähnliches System, aber es wird nur dazu genutzt, dass man durchs Auto durchschauen kann. Also wenn man da schon mal lang gefahren ist, dann erkennt man das und dann wird das Auto plötzlich transparent und man sieht auch, was unter dem Auto ist, was hin und wieder wirklich mal sinnvoll sein kann. Aber wie gesagt, mal baut es sich auf und dann dauert es ein bisschen. Ja, das Bild ist gut. Wir haben jetzt hier extreme Bedingungen, es ist gerade Sonnenaufgang, aber sonst kann man alles sehr gut erkennen und mir hat die Kamera gerade beim Rangieren durchaus geholfen. Dazu kann man hier noch so einen Weitwinkel einstellen und man hat noch Einstellungsmöglichkeiten. Ja, soweit, so gut. Was fehlt noch? Der Hupencheck natürlich. Wie hört sich die Hupe an hier im Lexus? Ordentlich. Es folgt der Innenraumcheck. Ich zeige euch die ganzen Ablagen hier in der ersten Sitzreihe. Und wie immer fange ich an mit den Türtaschen und wie immer habe ich die beiden Musterflaschen dabei. Das ist ja hier von meinem Partner Y-Food. Y-Food kredenzt euch, wenn ihr denn wollt, eine ausgewogene Trinkmahlzeit mit dem Nutri-Score A. Den haben sie bekommen, weil jede Menge Mineralstoffe und Vitamine mit an Bord sind. Ich mache gerne Werbung für Y-Food, weil in dieser halben Liter Flasche 500 Kalorien enthalten sind und mich das Ganze 4 Stunden wirklich satt macht. Vergleicht das mal, wenn ihr zum Schnellimbiss geht, was ihr da esst, was ihr an Kalorien zu euch nehmt, wie schnell euch schlecht wird und wie lange ihr wirklich keinen Hunger habt. Finde ich eine gute Alternative hier in der Geschmacksrichtung Strawberry Lassi. Ich muss mal gucken, das ist nicht vegan. Es gibt aber auch vegane Geschmacksrichtungen. Früher gab es das Ganze noch als 0,33 Liter Flasche hier in der Geschmacksrichtung Cold Brew Coffee. Das haben sie irgendwie nicht mehr. Schade eigentlich. Joanna findet das besonders schade, weil die immer nicht so viel getrunken hat, sondern eher weniger. Und ja, die Flaschen habe ich immer beide dabei, damit wir hier schön vergleichen können, die unterschiedlichen Platzangebote in den Fahrzeugen, in den unterschiedlichen. Und ihr seht, der halbe Liter passt hier zwar gut rein, aber es ist wirklich nicht viel mehr Platz und auch zur Entnahme ist das gerade die richtige Größe. Die kleine Flasche kann ich noch dahinter klemmen, aber die eiert hier schon rum. Dazu habe ich hier noch eine Parkscheibe, kann ich auch schön mit zeigen. Da ist die Türtasche im Prinzip auch schon vorbei, zu Ende. Dann haben wir hier eine Griffschale, die ist mit Filz ausgekleidet. Da kann ich also auch noch Sachen ablegen. Links neben dem Lenkrad gibt es auch noch eine kleine Klappe. Das Fach ist mit Samt ausgekleidet. Auch hier kann ich Kleinigkeiten ablegen. Und die nächsten Ablagemöglichkeiten dann hier in diesem Bereich unterhalb des Infotainment-Systems. Einmal habe ich hier die Möglichkeit, das Infotainment-System per USB zu verbinden. Ich kann per USB-C laden und ich habe hier auch noch so ein kleines Fach, was aber nicht besonders tief ist. Ich zeige das mal hier vom Handy, da kann man nicht viel machen. Das ist mein iPhone 13 Pro Max. Inklusive Hilfsrahmen bzw. Schutzrahmen passt das hier ganz gut auf die Ablage und da seht ihr es auch schon, das Telefon kann hier induktiv geladen werden. Und wenn das erfolgreich passiert, habe ich hier auch das Qi-Symbol blau illuminiert. Ich nehme das trotzdem mal raus, denn das kann ich auch noch wegschieben einfach. Und dann habe ich hier noch einen 12-Volt-Anschluss und ein Fach, was ebenfalls mit Filz ausgekleidet ist, wo auch das eine oder andere hineinpasst. Dann haben wir hier 2 Getränkehalter mit jeweils 2 Abstandshaltern. Halber Liter 0,33. Der halbe Liter Sitzplast wackelt und hat Luft in beiden Ablagen. Die sind also gleich groß. Die kleine Flasche hat ein bisschen mehr Spiel, kippelt hier aber nicht raus. Von daher ist das wohl okay. Die Armablage, da habe ich einmal hier einen Knopf und da einen Knopf. Die kann ich also sowohl als Fahrer wie auch als Beifahrer öffnen. Und ich nehme mal hier, weil es so dunkel ist, die beiden Flaschen wieder. Da passt also auch noch einiges rein. Auch hier übereinander, also 4 dieser Flaschen könnte man unterbringen. Sogar noch 2 kleine dahinter stellen. Hier ist also wirklich jede Menge Platz, aber sonst auch keine Anschlussmöglichkeit gegeben. Dann haben wir noch das Handschuhfach. Da ist die Mappe von Toyota enthalten, wie auch die Anleitung. Wenn ich das ein bisschen zur Seite schiebe, seht ihr auch hier wieder jede Menge Platz. Was ich gerade nicht verstehe.
Das muss doch eigentlich beleuchtet sein, das olle Fach. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade nicht angeht. Vielleicht, weil es draußen so hell ist. Auf jeden Fall habe ich eine Menge Platz in diesem Handschuhfach. Na? In der Sonnenblende habe ich hier einen Einschub für ein Parkticket zum Beispiel. Dazu einen Make-up-Spiegel, der dann von oben auch von einer LED beleuchtet wird. Spiegelfläche im Vergleich zum Auto eher klein. Die Sonnenblende kann ich auch zur Seite schieben, allerdings nicht nach hinten ausziehen. Da bleibt noch ein Bereich, wo die Sonne einfallen kann. Haltegriffe gibt es an allen vier Türen. In der Dachkonsole gibt es ein Brillenfach. Das ist aber recht klein, passen nur normale Brillen rein. Das ist mit Filz ausgekleidet. Dann haben wir hier einmal Leuchten und dahinter auch nochmal ein Satz Leuchten. Das sind dann die richtigen Leseleuchten. Wenn ich die Tür öffne, dann gehen nur die vorderen beiden ein. Das ist also die Einstiegsbeleuchtung. Und dazu habe ich hier noch eine große SOS-Taste. Ja, wir haben hier jede Menge Ablagen. Ich finde, man kann allerlei Kram verstauen und das ist auch noch sinnvoll angeordnet. Besonders gefällt mir hier das Geheimfach unter der Ladeschale. Ein riesiges Infotainment-System, 14 Zoll sind das meines Erachtens. Also früher hatte ich einen Computer, der hatte ein kleineres Display als der Lexus NX. Es ist sehr schön, auch schön zu bedienen und man hat alles gut im Blick. Ich werde euch das System jetzt einmal rudimentär vorstellen, das heißt die wichtigsten Funktionen einmal kurz zeigen. Apple CarPlay, ne? Da denkt man auch, so groß können diese Icons sein. Okay, ist so und ja, sieht auch gut aus und kann man vor allen Dingen auch sehr bequem bedienen. Das ist das Navigationssystem. Da könnte ich jetzt mal suchen, wo will ich hin. Ich will natürlich in die Werther Straße, wie immer. Bisschen Telespielcharakter hier, ne? Für die Zahlen muss ich hier einmal umstellen. 42. Und dann will ich ihm noch sagen, dass das in Bielefeld sein soll. Hier ergänzt er mir das Ganze auch schon an der Seite. Und dann wird mir die Route direkt angezeigt. Es gibt auch noch eine Option. Die Routenführung beginnt jetzt. Danke. Sprich weiter mit mir. Das ist aber eine sehr angenehme Stimme, die ich gar nicht unterbrechen möchte. 8.37 Uhr wäre ich da. 14 Kilometer sind es und 200 Meter da vorne nehme ich. Geht es dann rechts raus. Und so sieht das Ganze aus. Ich könnte hier noch umstellen zwischen 2D und einer 3D-Ansicht. 2D natürlich wie immer Nord ausgerichtet und Fahrtrichtungs ausgerichtet, was hier kein großer Unterschied ist. Wenn ich das Ganze beenden möchte, dann genau da. Ja, hier unten, man sieht es nicht, aber halt im Head-Up-Display kann ich die Spracherkennung aktivieren. Fahre mich nach Bielefeld, Wertherstraße 42. Ich habe ein Ergebnis gefunden. Es gibt Wertherstraße 42 in Bielefeld, 8,7 Kilometer vom aktuellen Standort entfernt. Die Routenführung beginnt jetzt. Ich kann kaum aufhören. Ne? Gut, machen wir weiter hier mit Audio. Da habe ich einmal Quellen, die ich wählen kann. DAB, FM, mein Telefon und noch Apps. Ich gehe mal in den Bereich DAB hinein. Da könnte ich euch gleich noch was zum Klang sagen, aber das mache ich natürlich später erst. Hier, ich weiß nicht, wonach die Sender sortiert sind, aber es ist auf jeden Fall Radio Bob auch am Start. Da kann ich hier das Herzchen setzen und dann wird mein Radio Bob da entsprechend den Favoriten zugefügt. Hier habe ich noch Soundeinstellungen, dreistufigen Equalizer und einen Fader. Da kann ich entsprechend hier auch alles Mögliche einstellen. Ja, soweit so gut. Gehen wir nochmal zurück. Voreinstellungen, bla, Radio Bob, haben wir alles. Dann gibt es hier noch Fahrzeuginfos zum Fahrzeug selber. Das sind einmal die Verbrauchseinstellungen. Die Einstellungen selber aber auch kann ich hier vornehmen. Spurwarn und so weiter. Was man nicht alles möchte und einstellen kann. Energiefluss kann ich mir natürlich auch noch ansehen, einen Ladeplan erstellen. Der Allradantrieb, da kann ich gucken, wie sich das verhält. Und es gibt dann hier auch noch Apps und entsprechend Einstellungen zum Fahrzeug selber. Also gibt es hier auch die entsprechenden Sprachbefehle. Ich kann abschließend sagen, dass mir das Soundsystem hier im Auto gut gefällt. Höhen und Mitten sind schön differenziert. Der Bass kommt auch ganz gut dazu. Das Auto hat eine schöne Bühne hier im Innenraum. Man kann wirklich entspannt und gut Musik hören. Das gefällt mir.
Ja, gerne präsentiere ich euch einmal das Platzangebot wie auch die Ausstattung hier auf der Rücksitzbank. Ja, auch der Einstieg hier hinten scheint sehr angenehm, ist aber auch genug Fußraum zum Einsteigen. Ich muss den Kopf nicht allzu doll einziehen und ich sitze hier sehr feudal. So ist das, wenn ich hier die Lounge-Position auf der Rücksitzbank wahrnehme. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten, steil und Lounge gibt es nur, also mehrere gleich zwei. Ich setze mich jetzt hier mal ein bisschen gerader hin. Das ist jetzt auch entsprechend gegeben. Und ich nehme mal die Mütze ab, eine Faust im Querformat, passt noch zwischen meinen Kopf und den Himmel. Wenn ich mich hier frei bewege, dann stoße ich auch nirgends an. Meine Füße kann ich sehr weit unter den Fahrersitz schieben, obwohl der in der tiefsten Position ist. Ich stoße hier eher mit meinen Schienenbeinen am Sitz an, aber auch da ist das gepolstert, also überhaupt kein Problem. Und wenn ich meine Füße ein bisschen zurücksetze, so, dann habe ich eine sehr angenehme Sitzposition. Und der Fahrer sitzt auf mich eingestellt. Ich bin ja 1,80 Meter groß. Soweit, so gut. Ja, hier der Griff, der kommt mir verdammt nah vor, so visuell, ist aber gar nicht. Also ich stoße hier wirklich nirgends an. Schauen wir uns hier hinten nochmal die Ausstattung an. Hier habe ich auch eine Tasche, da passt aber wirklich nur noch der halbe Liter rein. Und hier vielleicht noch eine Parkscheibe oder eine Warnweste, aber sonst nichts. Hinten haben wir auch die gleichen Türöffner, somit dann hier auch die Schale und auch hier habe ich Zugriff auf die Zentralverriegelung. Das finde ich in der Tat ganz witzig. Natürlich gibt es auch elektrische Fensterheber und die Fenster sind getönt. Das sieht man, glaube ich, hier ganz schön. Es gibt eine Automatikfunktion und somit auch einen Einklemmschutz. Im oberen Bereich habe ich einen Haltegriff mit einem Kleiderhaken. An den Vordersitzen gibt es dann hier noch eine Dokumententasche, wo ich Dokumente im DIN A4-Format hochkant und quer einstecken kann. Dann in der Mitte gibt es Lüftungsdüsen, die kann ich frei verstellen und den Luftstrom hier per Drehrad regeln. Ich habe für die äußeren beiden Sitzplätze eine dreistufige Sitzheizung. Und im unteren Bereich habe ich dann noch zweimal USB-C-Anschlüsse, sind auch beleuchtet und dazu noch einen 12-Volt-Anschluss. Ein bisschen befremdlich hier oben, das ist das Licht, das ist die Einstiegsbeleuchtung, kann man aber nicht separat als Leseleuchte schalten, obwohl ich hier 4 aktive LEDs am Start habe. Dann gibt es eine Mittelarmlehne, die ich ausklappen kann. Die Rücksitzbank übrigens nur im Verhältnis 60-40 teilbar. Und hier haben wir auch wieder 2 Abstandshalter pro Halter. Und das ist das gleiche Konstrukt wie vorne. Der halbe Liter sitzt hier super drin. Die kleine Flasche hat ein bisschen zu viel Spiel, kippelt aber nicht raus. Die Mittelarmlehne kann ich natürlich auch als solche nutzen. Und dann bietet sie Platz für hier 2 Personen auf der Rücksitzbank. Eine dritte Person, ich gucke mal, ich brauche den Platz quasi hier bis zu dieser Naht. Das heißt, ich hätte so viel Platz für jemanden, der zwischen 2 Personen mit meiner Körperfülle sitzt. Man sitzt hier aber vom Sitzkissen her ähnlich angenehm. Die Lehne ist ein Stückchen härter. Und ich habe jetzt hier so eine Ungleichheit, weil das ist noch Lounge-Position und das ist die aufrechte Haltung. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, rein jetzt hier vom Sitzen geht das gut. Bloß man muss halt schlanker sein als ich. Die Gurte hier hinten haben Standardmaß, würde ich sagen. Wir sind also gerade lang genug, um Kindersitze und Babyschalen anzuschnallen. Ich finde es ja immer schöner, wenn es ein wenig mehr hat, damit man das problemlos lösen kann. Wenn ich die Tür hier aufstelle, öffne, dann seht ihr, das Fenster oder die Fenstergröße zum Einladen eines Kindersitzes ist auch nur bedingt groß. Da muss man gerade bei großen Kindersitzen entsprechend verschachteln. Wir haben hier aber auf jeden Fall einen Einklemmschutz, der hervorragend funktioniert, bei den Fenstern wie auch hinten bei der Kofferraumklappe. Die Isofix-Halterung sieht man hier zwischen den Polstern. Die Gurtpeitschen sind sehr starr, sodass sich kleine Kinder hier auch selbstständig anschnallen können sollten. Und der Gurt für den mittleren Sitzplatz, der befindet sich hier direkt an der Lehne. Die Kindersicherung aktiviere ich, indem ich hier einfach den kleinen Nippel nach unten schiebe. Muss man nur aufpassen, dass die Kinder das nicht sehen. Sonst können die sehr schnell die Kindersicherung halt wieder deaktivieren. Hier im Funkschlüssel kann ich einmal drücken und dann Schlüsselbart extrahieren. Und mit diesem kann ich dann hier in der geöffneten Beifahrertür einmal umschließen
um den Beifahrer-Airbag zu aktivieren, beziehungsweise in meinem Fall jetzt zu deaktivieren und so wieder zu aktivieren. Wobei wir leider keine Isofix-Halterung auf dem Beifahrersitz haben. Der Lexus NX ist mit einer elektrischen Kofferraumklappe ausgestattet. Den Knopf auf dem Schlüssel konntet ihr vielleicht sehen. Hier befindet sich noch ein Taster und den Taster im Innenraum habe ich euch gezeigt. Es reicht aber auch hier eine Wischgeste mit dem Fuß aus, um die Automatik anzusprechen. Und dann geht die Klappe elektrisch auf. Nicht nur bis zu der Höhe, die habe ich gerade einprogrammiert, sondern das ist jetzt hier die volle Höhe. Schauen wir mal, wie sieht das aus? Einklemmschutz. Ja, sofort hält er an, sehr brav. Und viel wichtiger finde ich es dann halt noch hier im unteren Bereich. Da können ja so Kinderfinger sein. Da könnte es vielleicht ein bisschen früher nachgeben. Aber ich glaube auch nicht, dass da Kinder zu Schaden kommen können. Ja, gern zeige ich euch auch den Kofferraum. Geht ein ganzes Stück nach oben. Dann ist hier aber quasi gar keine Ladekante mehr, sondern man kann die ganzen Sachen einfach reinschieben. Man sieht es, ich kann hier auch anheben. Platz für das Ladekabel bzw. beide Ladekabel sind hier einmal Typ 2 und einmal Schuko. Dann kann ich das weiter anheben. Der Abschlepphaken und Warnwesten wie auch die Verbandstasche sind alle hier noch untergebracht. Und dazu hier dann noch die normale 12 Volt Batterie. Hier hinten habe ich zur Öse Nummer 1 und das Pendant dazu schon relativ weit vorne. Dann gibt es hier eine Netztasche, oben Knebelhaken. Die Kofferraumbeleuchtung, ein 12-Volt-Anschluss und hier ein Taschenhaken, den ich ausklappen kann. Alles schön auf der linken Seite. Rechter Hand Knebelhaken, Kofferraumleuchte und Taschenhaken ebenfalls mit am Start. Die Hutablage ist lustig. Einmal hier oben die Lasche über den Nippel. Und wenn ich die ausgehängt habe, dann kommt sie mir auch schon fast entgegen. Ich kann sie einfach so zusammenklappen. Und hier irgendwie im Kofferraum verstauen, wahrscheinlich sogar hier drunter oder sonst wo hinlegen. Die ist auf jeden Fall nicht groß im Weg, das finde ich mehr als praktisch. Ist allerdings hier auch nur so ein Stoffteil. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich mit meinen 1,80 Meter eben gerade so an die Entriegelung. Kleinere Personen müssen dann tatsächlich den Weg hier um die Ecke gehen und das Ganze von der Seite aus umlegen. Eine ganz ebene Ladefläche haben wir nicht hier im vorderen Bereich. Da steckt das Ganze nach vorne hin an. Bei umgeklappter Rücksitzbank habe ich gar keine Probleme, mein 28 Zoll Rennrad hier einzuladen. Ich muss keins der beiden Laufräder ausbauen. Wenn ich hingegen gewillt bin, die beiden Laufräder auszubauen, dann brauche ich die Rücksitzbank nicht umklappen. Dann passt das 28 Zoll Rennrad zerlegt so in den Kofferraum. In den Kofferraum vom Lexus NX 450H plus AWD-Automatik passen 545 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank erhält man ein Ladevolumen von 1436 Liter. 490 Kilogramm darf ich zuladen hier bei unserem Testwagen, davon 80 Kilogramm aufs Dach verbannen. Es gibt optional auch eine Anhängerkupplung mit einer Stützlast von 60 Kilogramm. Mit der darf ich Anhänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 1,5 Tonnen. Wenn der Anhänger gebremst ist, ist er nicht gebremst, dann gilt das übliche Zuggewicht von 750 Kilogramm. Herzlich willkommen zu meinem Feindruck hier mit dem Lexus NX 450 plus H, habe ich vergessen. Ne? Ich wende hier auf der Kraxer Straße, da vorne sind Leute unterwegs, deswegen muss ich heute hier mal ein bisschen ausweichen. Auch den Kameraview kann ich ja extra noch mal aktivieren und da sehe ich jetzt sehr schön, dass ich hier rumkomme. 12,4 der Wendekreis, 12,4 Meter und ich drehe mal am Volant eine Lenkradumdrehung und eine Viertel von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Ich muss ein bisschen gucken, ich bin gestern, das habe ich den Feindruck schon einmal eingesprochen, aber leider ohne Ton. Deswegen ist der Akku jetzt nicht mehr so voll, wie ich mir das wünschen würde. Sollte aber für zwei Sprints zumindest reichen. Ich habe ja die Möglichkeit, hier elektrisch zu fahren oder halt im Hybridmodus. Kann sagen, automatisch elektrisch oder immer elektrisch. Und habe dann hier noch die Möglichkeit, in den Sportmodus zu schalten. Das mache ich jetzt auch mal und rolle hier auf meine Startposition zu.
Mensch, ist das schön, der Sonnenaufgang. Jetzt Vollgas und dann drückt der richtig. Aber sowas von, man glaubt es gar nicht hier bei dem großen SUV. Und da habe ich die 100 auch schon erreicht. Durch die Sonne kann ich das 70-Schild nicht mal mehr sehen. Von 0 auf 100 geht es in 6,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit erreiche ich dann bei 200 km/h. Und jetzt hier in der Unterführung sollte einmal das Licht anspringen, ein bisschen schummriger werden und euch zeigen, dass hier alle Schalterchen auch entsprechend weiß hintergrundbeleuchtet sind. Also alles, was wir noch an Schaltern haben, auch die auf dem Lenkrad sind hintergrundbeleuchtet. Wir haben eine Systemleistung von 309 PS, setzt sich zusammen aus dem Verbrenner mit 185 PS, dem Elektromotor an der Vorderachse mit 182 PS und einem Elektromotor an der Hinterachse mit 54 PS. Somit haben wir einen elektrifizierten Allradantrieb und eine ganze Menge Leistung. 309 PS stellen sich 2050 Kilogramm Leergewicht entgegen und damit kommen wir dann auf ein Leistungsgewicht von 6,6 Kilogramm. Ich sage ja immer 5 Kilogramm sportliches Auto, 10 Kilogramm die Familienkutsche. Da ist er schon eigentlich im sportlichen Bereich und das spürt man auch. Lustig ist übrigens, wenn ich hier sage, bitte fahr elektrisch, dann könnt ihr jetzt mal mitstoppen, denn die Zeit gibt es nicht offiziell. Das ist jetzt rein elektrische Beschleunigung. Also ich stehe voll auf dem Fahrpedal, er überstimmt es nicht, sondern beschleunigt jetzt rein elektrisch. Und ihr seht es ja selber, da habe ich die 100 dann erreicht. Das funktioniert also auch schön. Bis zu 135 km/h kann ich batterieelektrisch schnell fahren. Ja, die Akkukapazität, da habe ich jetzt noch drei Balken, reicht nur noch für 8 Kilometer. Ich meine, das haben sie so gemacht. Also wir haben bis zu 70 Kilometer elektrisch erreicht mit dem Fahrzeug, also rein elektrische Fahrweise. Das geht. Was mich so fasziniert an dem Wagen ist halt, dass seine Plug-in-Hybrid, ne? Also dass seine Vollhybrid-Qualität, also der Akku ist leer, du fährst dann ja quasi einen Vollhybriden, das funktioniert immer noch super, genauso wie man sich das von Toyota im Prinzip wünscht und erwartet. Und meines Erachtens ist es einer der besten Plug-in-Hybride, was das elektrische Fahren bei leerer Batterie angeht. War das schon ein Satz? Ich hoffe ja. Gut, das ist die Kraxer Straße, sie wurde modernisiert, neu gemacht. Wir haben noch ein paar Wellenbewegungen drin. Die gleicht das Auto schön aus. Allerdings, wenn ich hier, sobald ich den Fugen habe oder wirklich eine deutliche Fahrbahnvertiefung, dann wird das quittiert entsprechend vom Fahrzeug. Das Fahrwerk also schon ein bisschen straffer, wie wir das von den Japanern kennen, zumindest von Toyota Lexus. Aber nicht so unangenehm straff, wie man das so von manchem Plug-in-Hybrid- oder Elektrofahrzeug kennt, die durch das Gewicht alleine ja schon so ein bisschen weniger Fahrkomfort bieten. So hat man zumindest das Gefühl. Und demzufolge, ich finde, das Fahrzeug ist angenehm abgestimmt, gerade auf der langen Strecke, sehr komfortabel. Und die Sitze, die sind auch dafür der Garant, dass man möglichst wenig von diesen Unebenheiten spürt. Ich persönlich finde es gar nicht so schlimm. Wenn man so ein paar Sachen noch spürt, dann ist man nicht so völlig weggekapselt. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn man nicht so ganz in der Sänfte sitzt, gerade bei solchen Autos, wenn man noch so ein bisschen die Straße auch erfühlen kann. Auf der anderen Seite eine Luftfederung, die alles wegbügelt, finde ich natürlich auch klasse. Das Fahrzeug hat natürlich Scheibenbremsen rundherum im ersten Schritt, wenn ich jetzt vom Fahrpedal gehe, aber auch wenn ich auf das Bremspedal trete, dann bremst ja nicht die mechanische Bremse, sondern es bremsen tatsächlich die beiden Elektromotoren und sorgen dafür, dass die Bremsenergie zurückgewonnen wird und in Form von Elektrizität in den Akku abgespeichert wird. Das heißt, jedes Mal bremsen sorgt dafür, dass ich noch ein Stück weiter elektrisch fahren kann oder im Hybridbetrieb, was dann entsprechend Strom spart. Jetzt könnte ich hier sagen, hold, das habe ich eben noch gar nicht gesagt, halte bitte die elektrischen 8 Kilometer, weil ich möchte gleich tatsächlich nochmal elektrisch hoch beschleunigen. Jetzt sind es auch nur noch 6. Ich habe eben nochmal auf Battery Hold gesetzt, jetzt aber einmal hier die Fahrt durch die Kurve. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Man hat ein bisschen Seitenhalt im oberen Bereich, aber auch im Sitzkissen. Und jetzt gebe ich einfach mal Vollgas
und nehme den Hold auch noch mal raus. Und da sieht man, glaube ich, ganz schön, dass die Beschleunigung auch jenseits der 100 dann hoch bis 180 relativ flüssig läuft. Danach wird es dann halt schon so ein bisschen zäher. Aber da habe ich es tatsächlich geschafft, die 200 Höchstgeschwindigkeit zumindest laut Tacho noch zu erreichen. Wir haben ja hier ein CVT-Getriebe und somit eigentlich erwartet man so einen Gummiband-Effekt. Man tritt aufs Fahrpedal, Motor heult auf und nichts passiert. Dadurch, dass wir aber die 309 PS Systemleistung haben, passiert hier eine ganze Menge und somit geht es auch flott voran. Ja, und das hebt den Gummiband-Effekt dann ganz entspannt auf. Das Fahrzeug ist mit einem WLTP-Verbrauch von 1,1 Liter in Verbindung mit 19 Kilowattstunden Strom angegeben. Wir haben das Fahrzeug ein bisschen geladen, hier zwischendurch auch immer mal wieder, aber nicht oft genug auf 1800 Kilometer Fahrzeit zumindest nicht, kommen somit auf einen Verbrauch von 6,6 Liter zuzüglich 23,1 Kilowattstunden. Ich finde 6,6 Liter angenehm dafür, dass wir den Wagen nicht innerhalb eines 100 Kilometer Zyklus geladen haben. Ich würde sogar fast sagen, mit 6,6 Litern ist man so im Rahmen von einem Vollhybriden. Gerade wenn man sich überlegt, wie groß und schwer dieses Fahrzeug ist, geht der Verbrauch, denke ich, vollkommen in Ordnung. Wer öfter lädt und laden kann, der kann natürlich den Verbrauch entsprechend runterdrücken. Für mich wäre das Auto eigentlich sehr interessant, weil gerade mit diesen 75 Kilometern elektrischer Reichweite würde ich theoretisch von zu Hause zur Werkstatt und wieder zurückkommen und könnte dann komplett elektrisch pendeln. Und das macht natürlich so ein Plug-in-Hybriden durchaus sehr reizvoll. Man hat dann immer noch die Möglichkeit, die ganzen Langstrecken, ich fahre ja oft genug Bielefeld-Frankfurt, halt mit Hilfe des Verbrenners zu erledigen. Den Tempomaten habe ich jetzt auf 100 km/h gesetzt. Das Auto fährt schön ruhig bis 135, auch batterieelektrisch. Ich meine, der Verbrenner läuft jetzt aber gerade einfach, weil der Akku auch nicht mehr so viel Strom hat und es leicht bergauf geht. Ich habe jedenfalls noch keine Windgeräusche hier. Bei 120 setzen die Windgeräusche dann ganz leicht ein, es ist aber trotzdem schön ruhig. Den LKW, den ich hier überhole, nehme ich auch leicht wahr. Ich bin also nicht vollkommen abgekapselt hier im Fahrzeug, sondern nehme auch meine Umgebung noch entsprechend wahr, ohne dass es besonders laut ist. Ja, bei 140 haben wir dann schon ein bisschen mehr Windgeräusche und auch Fahrtgeräusche. Trotzdem muss ich meine Stimme bei einer Unterhaltung jetzt hier noch nicht heben. Ja, das ändert sich dann ganz leicht bei 160. Jetzt ist für mich so die Schwelle erreicht. Ich hebe meine Stimme, die Windgeräusche, die generellen Fahrtgeräusche sind jetzt so laut, dass ich ein bisschen lauter spreche. Auf Dauer möchte ich mich bei 160, also zumindest nicht lange unterhalten, kurze Unterhaltung gehen auf jeden Fall. Um alleine zu fahren, ist das rein von der Akustik immer noch eine gute Geschwindigkeit. Und zu guter Letzt, das sind jetzt 180 km/h. Auch da ist es noch mal ein Stückchen lauter geworden. Ich denke, in der Gesamtbetrachtung laut, jetzt nicht störend laut, aber deutlich lauter als bei 160 ist man auf jeden Fall unterwegs. Im Sportprogramm nehme ich euch jetzt noch mal mit durch den Doppelkreisel, wobei ich dazu sagen muss, schon alleine die hohe Sitzposition verleitet mich hier bei dem Lexus NX nicht wirklich zu sportlicher Fahrweise. Bremse hat einen schönen Druckpunkt, die Lenkung ist angenehm direkt. Das Fahrzeug folgt also meinen Lenkbewegungen auch sehr passend. Aber man merkt halt auch nicht nur die hohe Sitzposition, sondern auch das hohe Gewicht des Fahrzeugs. Und somit, wenn es mal ein bisschen eiliger ist, ne, dann kann man schon mal ein bisschen flotter fahren. Aber mich kickt dann bei dem Fahrzeug doch eher das gemächliche Fahren, das effiziente Fahren, in der Hoffnung, dass man halt noch mal ein bisschen Benzin und Strom sparen kann auf der Autobahn. Die ideale Geschwindigkeit für mich auch eher 140 als 160, einfach weil man dann effizienter unterwegs ist. Aber es geht schon, das sportliche Fahren, wenn man denn möchte.
309 PS Systemleistung. Mein Fazit zum Lexus NX 450h Plus ist auf jeden Fall sehr positiv. Die Motorisierung ist sehr angenehm. Man kommt flott von A nach B. Man hebt diesen CVT-Gummiband-Effekt auf. Man hat einen elektrifizierten Allradantrieb. So eine gewisse Sicherheit auch. Im Doppelkreisel ist das Auto auch nicht ausgebrochen, weder vorne noch hinten. Alles sehr angenehm. Richtig schön finde ich halt, mit diesem Auto längere Strecken zu fahren. Entweder die Pendlerstrecke, halt die 35 Kilometer voll elektrisch, das macht mir gute Laune. Aber auch wenn du im Langstreckenbetrieb siehst, wie dann der Benzinverbrauch sinkt, weil du den Vollhybrid quasi als solchen dann nutzen kannst, das ist schon sehr angenehm. Ja, kommen wir zu den Assistenzsystemen. Tempomat steht auf 146. Der Kollege hier fährt deutlich langsamer, sorgt dafür, dass ich entsprechend runtergebremst werde. Sobald ich den Blinker setze, nimmt das Fahrzeug langsam Fahrt auf. Wenn ich dann aus dem Radarschatten heraus bin, wird es auch ein bisschen flotter mit der Gasannahme. Der adaptive Tempomat funktioniert gut. Spurhalteassistent, der hat mich so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, denn wenn man nicht lange genug blinkt beim Spurwechsel, ich will das einmal demonstrieren hier, ich tippe den Blinker nur an, der tippt ein, zweimal, habe den Überholvorgang dann aber noch nicht abgeschlossen, dann gibt es entsprechende Warnmeldungen. Warum? Ne? Ich habe doch Blinker gesetzt. So. Ich bin bloß nicht schnell genug im Spurwechsel. Man weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall die einfache Warnfunktion. Wir haben aber hier durchaus einen aktiven Spurhalteassistenten, der greift, warte einmal, das System, wenn ich keinen Tempomaten mit aktiv habe, dann sagt er nur, hoppla hier, ich will nicht, dass du die Spur überfährst. Wenn ich das Ganze dann koppel mit dem adaptiven Tempomaten, dann wird mir so ein grünes Lenkrad hier auch noch angezeigt und dann lenkt er auch konsequent mit, hält mich also stets in der Mitte der Spur und unterstützt mich also vor allen Dingen bei längeren Fahrten sehr angenehm. Der adaptive Tempomat arbeitet übrigens auch mit der Verkehrszeichenerkennung zusammen. Ich fahre jetzt 125, das ist auch eingestellt. Jetzt kommt hier das 100-Schild. Klack, erkennt er das und sagt, drückt den einen Knopf hier und dann übernehme ich die 100 km/h. Im Übrigen kann ich auch beim Tempomaten einstellen, dass er nicht adaptiv funktionieren soll oder halt als Geschwindigkeitsbegrenzer, als Speed Limiter funktioniert. Und jetzt bin ich gespannt. Dieses Schild hat er gestern nicht als Tempolimit erkannt. Ist ja auch ganz schön viel los. 100 durchgestrichen, 80 aktiv. Darunter das nicht. Gibt er mir aber hier trotzdem nicht. Warum auch immer. Vielleicht erkennt er die 100 trotzdem noch als 100. Man weiß es nicht. Das System hat eigentlich Tempolimits, sofern sie angezeigt wurden, immer ganz gut erkannt. Auch das hängt vielleicht ein bisschen hoch hier. Man weiß es nicht. Er will mir die 80 einfach nicht geben, obwohl hier halt die 80 Schilder waren. Ich sag mal so, das ist die einzige Strecke, wo ich gemerkt habe, dass die Verkehrszeichenkamera Ich sag mal so, das ist das einzige Stück, wo ich das Gefühl habe, dass die Verkehrszeichenerkennung nicht so funktioniert hat, wie sie funktionieren möchte. Sonst funktioniert sie eigentlich sehr ordentlich. Der Moment, wenn du anhalten musst, um den Totwinkelwarner zu zeigen, der ist hier in Form eines orangenen Signet in der Fensterfläche, warnt mich 3 bis 5 Fahrzeuglängen, bevor sich das Fahrzeug überhaupt in den toten Winkel schieben kann. Und das in Abhängigkeit der gefahrenen Geschwindigkeit des herannahenden Fahrzeugs in Relation zur selbstgefahrenen Geschwindigkeit. So, alle 4 Assistenzsysteme, die wir haben, funktionieren ordentlich, gerade adaptiver Tempomat und aktiver Spurhalteassistent sorgen dafür, dass ich auf langen Strecken angenehm entlastet werde und das finde ich gut. Ja Kinder, das war's. Das war unsere Videokaufberatung hier zum Lexus NX 450h Plus.
mal davon abgesehen, dass der Name tatsächlich ein Zungenbrecher ist, ich bin wirklich begeistert von dem Fahrzeug. Ja, der kostet über 70.000 Euro, aber ich weiß noch, als ich den abgeholt habe und die Tür aufgemacht habe und dachte, meine Herren, ne, dieses braune Leder gemischt mit den schwarzen Applikationen, finde ich richtig schick. Dann ist das Auto angegangen mit diesem riesigen 14 Zoll Display da und ich bin losgefahren. Und er fährt sich auch gut, ne? Und dann war irgendwann der Akku alle vom Plug-in-Hybrid, weil ich auch nur Autobahn gefahren bin. Jetzt natürlich nicht das cleverste für einen Plug-in-Hybriden. Und dann habe ich aber gemerkt, dass quasi der so zurückfällt in den Vollhybridbetrieb. Und da muss ich sagen, ich finde das Auto wahnsinnig interessant für mich persönlich, weil er sieht nicht von der Stange aus. Er ist wirklich innen richtig schick. Und ich bin ein Vollhybrid-Fan, der aber meint, ein Plug-in-Hybrid wäre gar nicht so verkehrt für ihn. Ich könnte nämlich zur Arbeit elektrisch fahren und auch wieder zurück. Dann lade ich zu Hause schön, also nee, ich würde bei der Arbeit natürlich auch laden müssen. Dann lade ich zweimal und kann meinen Pendlerverkehr elektrisch erledigen, habe aber auf langer Strecke trotzdem den Hybridantrieb und das finde ich gut. Also ich mag den, ich finde den wirklich ungewöhnlich, aber sehr, sehr schick im Innenraum. Außen ungewöhnlich, innen schick. So, wie seht ihr das da draußen? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Gebt uns sehr gerne einen Daumen nach oben. Auch gerade die kleine Joanna hinter der Kamera freut sich dann besonders und hüpft rum, wenn sie so ein paar Likes sieht unter unserem Video, weil sie diese Videos auch freundlicherweise schneidet. Lieben Dank, meine Tochter. Und ja, ich verabschiede mich wie immer bei euch da draußen. Bleibt gesund. Tschüss, bis dann. Euer Jan.